Ja, hallo und willkommen zurück zu dem weiteren Part von Final Fantasy VIII. In der letzten Folge hatten wir den Sendeturm gestürmt. Und ja, jetzt steht uns ein Rückzug an. Also wir haben halt den Befehl bekommen, uns sofort am Strand zu treffen und da wollen wir jetzt auch mal direkt mal hin. Aber bevor ich das mache, will ich mal noch ganz schnell mein GF wiederbeleben. Und wo haben wir's? Wo haben wir's? Wo haben wir's? Haben wir noch nicht? Okay, ja, dann belassen wir es einfach dabei. Ja, schnell mal schauen, wer was gelernt hat. Also, sie ist ja gestorben. HP-Kopplung. Sie muss noch gekoppelt werden, weil wir haben sie ja von unserem letzten Bosskampf erhalten. Und ja, warte mal, zu wem passt sie denn am besten? Zu Sylphie. Gut, dann bekommt sie Sylphie. Gehen wir auf Koppeln, Sylphie, Koppeln GF und suchen uns dann Siren aus. Gehen wir noch auf Magie und ja, da haben wir halt noch nichts. Gut, dann wollen wir mal raus. Und unsere Zeit tickt und da oben wartet auch schon was auf uns. War ja klar, dass die Flucht nicht so einfach wird, ne? Und wieder ein Bosskampf. Hier ist es halt wichtig, ihr müsst das Vieh nicht plätten. Das bekommen wir aber auch gleich gesagt. Es ist einfach nur wichtig, dass wir das Vieh erstmal schwächen. Steht aber auch gleich oben als Hinweis. War nicht gerade schlau, ich habe die Leute nicht geheilt. Nach dem vierten Kampf gegen Elvio. Und unsere Zeit tickt. Ich glaube, jetzt haben wir kurz die Möglichkeit abzuhauen. Ja. Genau. Und das wollen wir auch schnell machen. So, ich will aber ganz schnell, wenn es geht, eine Potion benutzen. Am besten für jeden mal eine. So, das müsste reichen. Und dann hauen wir ganz schnell ab. Also den ganzen Weg, den wir halt gekommen sind, den gehen wir jetzt halt wieder zurück. Hier wären wir übrigens rumgekommen, wenn wir nicht diesen kleinen Abhang runtergesprungen wären. Und nein, der hat uns, weil wir da an der Ecke hängen geblieben sind. Das darf ja nicht wahr sein. Ist mir so eigentlich noch nicht passiert, aber na, die Steuerung am PC halt. Bei einem Controller wäre sie halt flüssiger. Ich weiß, es gibt auch so Controller für den PC, aber den habe ich noch nicht. Und hier zeige ich euch jetzt mal ganz kurz Siren. Hier, der hat noch irgendwas, was wir noch nicht haben. Und besser kommt das wieder hoch. Da finde ich sie. So kurz vom Ziel. Oh, der hat noch mit zwei überlebt. Ja, das nenne ich doch mal Glück, ey.
Ja, Donner ist halt ganz gut gegen diese Maschine. Wir haben doch vorhin schön viel Schaden gemacht. Und wir verbringen schon ganze 5 Minuten hier. Das darf echt nicht sein. Jetzt haben wir schon 750 circa abgezogen. Das ist doch eigentlich ganz super. Und Draw war fehl mit 2. So, das ist jetzt Siren. Könnt ihr euch mal angucken. So eine kleine Wasserlixe. So. Komm, wir wollen wissen, was du da hast. Drück raus. Der will nicht. Wieso will er denn nicht? So hartnäckig, gib her. Kommt, Jungs, unsere Zeit läuft. Nein. Gut. Leg dich schlafen, Genosse. Hopp, hopp. Na, endlich. Und jetzt kommt noch Ifrit. Verdammt. Ja. Kann man nichts machen. So, er bekommt zwar trotzdem Schaden, aber das bringt alles nichts. Wir müssen jetzt einfach abhauen. Reparatur bei 20% schon. Ja. Und wenn er bei 100 wieder angekommen ist, dann verfolgt er uns halt wieder. Und wieder ein Kampf, weil hier wackelt alles so. Da kann man nicht laufen, kann man nichts machen. 22 Minuten. Oh, bitte nicht. Ja, das ist okay. Habe ich mit ihm jetzt Angriff gemacht? Das ist ja echt. Richtig schön viel ab, Kollege. Schön. Je mehr, desto besser. Peaks. Ja. Komm. Warte jetzt mal, bevor der gleich da nach dem Angriff wieder liegt und wir da eine GF rufen. Weil Shiva macht ja eigentlich auch ganz schön viel Aua, oder? Und liegst du? Nein? Doch, er liegt. Na, dann wollen wir mal abhauen. Ja, setz noch einen drauf, Cell. So, wir müssen uns beeilen. Schnell runter zum Strand. Und hier auf der Brücke, gleich, diese ellenlange Brücke, da hüpfe ich gern hin und her. Also das heißt jetzt, ich verarsche die Spinne gleich ein bisschen. Weil die rennt ja da jetzt hinter uns her. Aber die hüpft jetzt auf die andere Seite. Und ich renne wieder zurück, höre mir das an, bis sie springt und ja, jetzt können wir quasi einmal so durchlaufen. Das
So, den Hund hier, wenn ihr wollt, einmal kurz antippen beim Durchlaufen. Denn wenn ihr später im Spielverlauf nochmal hier ankommt, in der Stadt, wird er noch da sein und sich quasi dafür bedanken, dass er noch lebt. Wenn ihr das nicht macht, ist auch nicht so schlimm, dann wird ein altes Pärchen da sitzen und halt ein bisschen was über den Hund erzählen. So. 19 Minuten. Ich war schon mal besser. Genau, Leute. Rückzug. Ist nichts mit Kaffeekränzchen. Was die wohl in dem Laden da gemacht haben, während wir da gekämpft haben? Die spielen Karten und wir müssen kämpfen. So, wir sind am Strand. Guckt euch das Video an. Viel Spaß. Sah das nicht mal geil aus, wie cool ist das mit dem Maschinengewehr, da an dem Schiff die Spinne zu Hackfleisch verarbeitet hat. Also ich finde diese Szene immer wieder toll. Ja, und jetzt geht's auch schon ab nach Hause. Und wir werden dort halt erfahren, ob wir nun ein Seed geworden sind oder nicht. Zurück am Hafen hier und da wird Cypher schon abgeholt von seinen Kollegen. Gute Arbeit. Ja, das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Tja, Cypher ist schon wieder abgehauen. Genau, macht nichts draus. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit für uns. Und wir müssen jetzt zurück in unsere Schule. Ja. Da Cypher und sein Team da halt das Auto geklaut haben oder nicht auf uns gewartet haben, sagen wir es mal so, müssen wir jetzt nun zu Fuß nach Hause. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil so weit ist es nicht. So, wir wollen mal kurz noch hier einen Drawpunkt abholen. Da haben wir es. Blitz. Gehen wir den Cell. So, hier ist das Zuhause von Cell. Tada. Cell Din. Mutter Din. Alles klar. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Und hier liegt nämlich noch ein Heftchen irgendwo. Irgendwo hier so. Da. Doch nicht. Ja. Kommt später, okay. Kein Problem. So, in sein Zimmer dürfen wir noch nicht. Genau. Sein Raum ist für ihn sehr heilig. Deswegen kommen wir da so einfach nicht rein. Wir müssen quasi erstmal unsere Freundschaft zu Cell aufbauen, damit er uns wirklich vertraut und lieb hat und quasi Eintritt gewährt. Und ja. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir gehen jetzt einfach mal nach Hause. Ich versuche das so gut wie möglich zu machen. Das ist aber absolut schwierig am PC. Wenn mein Bruder das sieht, der wird mich auslachen. Denn er und ich, wir haben das Spiel zusammen gesuchtet.
Ja, aber an dieser Stelle, Stevie, es tut mir leid, die Steuerung am PC ist sehr schwierig und gewöhnungsbedürftig. Also, falls du das hier sehen solltest, verzeih mir. So, wir sind jetzt auch schon wieder zu Hause hier. Hier haben wir nochmal einen Drawpunkt. Da wir jetzt alleine sind, kann nur ich ziehen. Und da würde ich mal sagen, gehen wir mal in die. Nee, gar nicht wahr, da müssen wir noch nicht hin. Noch nicht in die Kantine. Ach, Kantine, ins Quartier. Erstmal. Kommen wir erstmal zum Wegweiser. Und da steht der Direktor. Mission erfüllt. Wohl ein Grund zum Feiern. Ja, super. Ja, alle sind zurück. Ja, das klingt doch schon mal ziemlich positiv. Gute Arbeit. Alle sind heile angekommen. Und ja, der Direktor scheint zufrieden zu sein. Und die ganzen feindlichen Soldaten aus Dolet haben sich halt zurückgezogen und alles supidupi. Okay, wir können jetzt nicht wirklich viel machen hier. Wir gehen jetzt erstmal nach rechts hier, weil dort steht ja links sowieso zu und ja, rechts ist dann halt noch auf und hier steht halt Cypher. Den quatschen wir mal kurz an und ja. Da kriegt Christus einen ab, aber Cypher hat echt Scheiße gebaut, kann man auf gut Deutsch sagen. Er hatte ja den Befehl, am Marktplatz mit uns zu warten, weil er ist ja der Truppenführer und er als Truppenführer hatte halt nicht auf seine eigenen Befehle gehört. Er wollte sich hier einfach nur austoben und ist dann rauf zum Sendeturm und hat uns quasi immer allein gelassen. Und jetzt weint er oder er lacht. Oder eine Mischung aus beiden. Ich habe keine Ahnung. Kann man auch nicht wirklich erkennen. Und jetzt kriegt er noch einen Standpauke von dem Direktor. Genau. Um die Ordnung aufrechtzuerhalten, wird er nun bestraft. Ja, das ist halt normal, ne? Denn sowas geht einfach nicht. Ja, diese mysteriöse Gestalt da hinten beordert den Direktor nun wieder auf zu seinem Zimmerchen. Also wir sind hier fertig und wir bekommen jetzt erstmal eine Durchsage. Ich kann noch nicht, ja doch, ich könnte speichern, mache ich aber gleich. Vor dem Klassenzimmer im zweiten Stock. Ich wiederhole, die Teilnehmer der praktischen Prüfung bitte umgehend vor dem Klassenzimmer im zweiten Stock sammeln. Alles klar, dann wollen wir mal zum Aufzug. Wir sind auf Etage 1. Wir können uns noch nichts aussuchen, also von daher fahren wir automatisch nach oben. Und gehen mal zum Klassenzimmer. Und hier stehen sie auch schon alle und warten auf die Ergebnisse der Prüfung. Ich rede jetzt einfach mal mit allen. Mit allen, mit denen ich reden kann. Die winkt nur. Der macht nichts, okay. Lieber Gott im Himmel, ja. Da könnte ich jetzt noch was zu sagen, aber das mache ich nicht. Gut. Fujin, Raijin. Ja, sie ist sauer. Klar. Wir dackeln jetzt noch ein bisschen herum, bis der Typ mit den Ergebnissen hier rumkommt. Also, na, red mit mir. Cell, hopp, hopp. Will nicht. Ja, ich habe auch noch nicht wirklich herausgefunden, was man machen muss, damit der Typ kommt. Ah, und da scheint er. Okay, wahrscheinlich müssen wir einfach nur ein bisschen Zeit absitzen.
Gut. Cell. Cell hat bestanden. Das freut ihn sehr. Wir gratulieren dir, Cell. Wir haben auch gewonnen. Ja, warum sagt er eigentlich Squall? Squall von Betro. Wir haben auch einen Namen, einen Nachnamen. Kollege. Squall Leonhardt. Aber das sagt er hier nicht. Und die anderen sind nicht weitergekommen. Und hier die große Ansprache vom Direktor. Das ist schön. Ja, dass der immer dem Direktor so einen Stress macht, ich verstehe das auch nicht. Jetzt kürzt er natürlich alles ab, was der Direktor sagen wollte. Der Direktor schmückt gerne seine Sätze noch ein bisschen mit ein paar Gedichten und so. Und wahrscheinlich deswegen, aber das hat alles noch einen Hintergrund, dazu kommen wir auch noch später. Jetzt überreicht er jedem seine Urkunde. Whisper, Whisper, ich freue mich auf das Schulfest. Ja, Sylphie, hast du gut gemacht. Whisper, Whisper, Zurückhaltung ist auch eine Tugend. Ja, das stimmt. So wie Geduld. Whisper, Whisper, ein bisschen Ruhe schadet nie. Ja, Cell, der Aufbrausende, der ist immer voller Energie. Whisper, Whisper, sie sind der erste Seed mit einer Gunblade. Ja, hätte Cypher gehört, wäre wahrscheinlich auch eine gewesen. Aber naja, hiermit ist die Zeremonie beendet. Wegtreten. Super, jetzt könnten wir natürlich hier rausdackeln, aber wir quatschen noch mal ganz kurz mit dem Direktor. Der hat noch eine kleine Belohnung für uns, so ein Kampfzähler. Und ja, das war's dann auch schon. Dann können wir hier raus. Jetzt können wir uns einmal hier ganz kurz feiern lassen. Da steht auch schon Cypher. Cell erwartet was Schlimmes. Tja, und alle klatschen. Sylphie schämt sich. Ja, ja, süß. Einfach niedlich. So. Da haben wir unsere... Ja. Unser Zeugnis quasi. Wie wir abgeschnitten haben. Ich muss sagen, ich war schon mal besser. Aber Seed Level 5 für den Start ist ganz okay. Wenn ihr was Besseres hattet, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, was ihr so alles geschafft habt. Also von dem Zeugnis her. So, jetzt sind wir wieder in unserem Quartier hier. Und Sylphie ist schon in der im Party-Outfit. Die Seed-Uniform. Ja, hübsches Teil, muss ich sagen. So, wir ziehen uns jetzt auch mal ganz schnell um. Können wir da was nehmen? Das ist nix. Nein, gut. Ja, da würde ich mal sagen, speichern wir mal hier, weil die Folge wird ja auch schon wieder ziemlich lang. Und ja, da würde ich sagen, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet einfach zur nächsten Folge ein. Danke fürs Zuschauen.